Hinter mir ist das Cyberabwehrzentrum und dort unterrichtet der AK Vorrat heute ein bisschen digitale Selbstverteidigung. Wir bringen den Leuten bei, wie sie ihre Daten im Internet schützen können, wie man sicher mit dem Smartphone umgeht. Wir tun eigentlich das, was der Staat tun sollte, und helfen den Leuten, ihre Daten zu schützen.